Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Seasons After Fall. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Artefakt. Ich weiß gar nicht, welches das sein wird, Sommer oder Frühling. Das sind ja die beiden, die uns noch fehlen. Und da sind wir in der letzten Folge durch einen tiefen Brunnen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Durch einen absolut tiefen Brunnen gehüpft. Genau, und jetzt machen wir einfach mal hier weiter. Das hat ein bisschen an einem anderen, ja, an einer anderen Stelle gespeichert, stelle ich gerade fest. Aber das ist eigentlich egal. Das waren ja bloß ein paar Meter, die wir laufen mussten. Jetzt sind wir am Wasserfall. Okay. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir jetzt schon das Wesen finden werden, das uns das Fragment übergibt. Aber, müssen wir wohl doch noch ein bisschen hüpfen hier. Da müssen wir hin. Also dann machen wir wieder Winter. Komm her, Winter. Dann hüpfe ich mal runter und guck mal, was hier ist. Ach, die Musik ist echt toll. Wo muss ich hin? Da lang? Ja, sieht mir so aus. Wenn da wieder so ein Ding ist, dann machen wir gleich mal den Herbst. Kommt mir denn da wieder so ein... Ah ja, okay, alles klar. Kein Käferchen. Also echt zauberhaft, die Musik ist toll. Okay, dann machen wir wieder einen Winter. Ich muss da immer gar nicht so lang auf den... Okay, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich wieder für einen Rückweg eher. Würde ich denken. Wir lassen es jetzt einfach mal Winter und hüpfen mal weiter. Ich denke mal, dass wir da runter müssen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Komme ich denn da links irgendwo hin? Nee, das zumindest mal nicht. Ups. Ließ sich Damals war fest. dieser Fluss voller Lachse. Heute sind es nicht mehr viele. Und ich glaube, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Aha, der Hüter? Was ist das für ein Wesen? Wer frisst einen Lachse? Eigentlich Bären, aber den hat man ja schon. Wer frisst noch Lachse? Keine Ahnung. Okay, wir werden es gleich sehen, denke ich mal. Vielleicht sollte man eine andere Jahreszeit machen. Hallo, was bist denn du, ein Aal? Was für ein Riesenvieh. Kein Wunder, gibt es da keine Lachse mehr. Der muss Hunger haben ohne Ende. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat die Stimme ja auch mal irgendwann gesagt, dass es hier gar keine Tiere mehr gibt. Außer das Füchslein, wo immer es herkommt. Und eben diese Hüter. So, und welche Jahreszeit haben wir gekriegt? Was bist du? Frühling? Oder bist du Sommer? Ich habe keine Ahnung, na ist auch egal. Wir werden es schon feststellen. Wahrscheinlich eher der Frühling, oder? Ja, so sattgrün wie das ist. Es ist sattgrün und es regnet, also ich denke mal, dass das der Frühling ist. Aber ich bin nicht sicher. Sommer würde ich mir doch anders vorstellen. Da müssen wir hin. Was wächst denn da jetzt? Oh Mann, daneben. Nochmal daneben. Also da müssen wir hin. Das hat uns jetzt das Spiel deutlich angezeigt. Na, also siehst du, genau. Und was seid ihr? Am besten anbellen. Jetzt geht's schon wieder so in Deckung. Ah nee, komm. Ist das cool? Da steigt das Wasser bei diesen Dingern. Ach, wie heiß. Ja gut, dann können wir ja jetzt wieder den Winter machen. Das ist genial. Die Ideen sind echt genial. Ich bin ganz hin und alle. Jetzt hüpfen wir da halt mal. Wieder zurück, komme ich da hoch? Ja, gerade mal so. Ich denke mal, genau. Ja. Da wäre typisch. Ah, geschafft. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Wir kommen ja gleich wieder an diese Stelle, an der wir... Da, warte mal, da müsste ich doch, das müsste ich doch schaffen, oder? Na, das brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich kann den nehmen. Genau. Ja, genau. So. Wer? Oh, das reicht uns aber nicht.
Da kommen wir nicht hoch. Machen wir es wieder zur Wasserfontäne? Ja, das ist nicht hoch genug. Aber das muss da lang gehen. Ja, mittlerweile begreife ich ja schon, dass es hier nicht allzu viele verschiedene Wege gibt, weil wie gesagt, eigentlich ist es sehr linear. Das passiert im Frühling. Ah, jetzt weiß ich, woher die hohen Fontänen kommen, Leute. Im Frühling ist das Wasser höher. Ja klar, natürlich. Gerade eben auf diesem merkwürdigen Pilz, wo dann diese drei Knospen gewachsen sind, da haben wir dann ja auch Wasser gekriegt. Ist das echt genial. Also Frühling bedeutet Wasser, deswegen regnet es da auch. Das ist natürlich der Frühling. Ja, und das sollte man jetzt schaffen. Ja, perfekt. Okay, also Herbst macht kleine Wasserfontänen. Frühling macht große Wasserfontänen. Frühling lässt den See steigen. Ah, okay. Yep. So, wieder im Brunnen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da zurückfinden. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, irgendwie dahin gelangen, wo die uns vorhin gefragt hat. Also machen wir wieder den Herbst. Ich glaube, dich brauchen wir gar nicht, oder? Ach, das ist jetzt die Stelle. Okay, also jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich frage mich, ob das egal ist, wo wir anfangen. So ist das Bild. Kommt schon auf. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm, mach das jetzt kaputt. Los, mach's kaputt. Jawohl. Yes. Das ging tatsächlich erst auf dem Rückweg, weil das hatten wir doch vorhin auch so. Okay, also dann ihr Glühwürmchen. Tschüss. Und wie geht's jetzt weiter? Erstmal den Herbst. Müssen wir da wieder das Wasser steigen lassen? Ist das wieder so ein Wassersteigteil hier? Ich glaube. Nö, bist du nicht, aber das müsste uns eigentlich reichen. Ja. So, und dich jage ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich brauche. Ich glaube nicht, dass ich dich brauche. Oh. Okay. Also da komme ich nicht hoch. Doch, ich brauche dich. Also machen wir uns wieder den Herbst, den Winter. Weil dich brauche ich. Da muss ich wieder hin. Ich muss dich da runter. Aber wie kriege ich dich denn da runter? Da hängt kein so ein Ding drauf. So eine Krabbe. Ach, Scheibenkleister. Ich krieg diese Krabbe aber hier nicht runter. Schwimmen wir halt mal. Weil da müsste ich was wachsen lassen. Aber wie kriege ich jetzt die Krabbe da runter? Entschuldigt bitte, kleine Störung. Wie kriege ich denn diese Krabbe da runter? Die müsste jetzt hier rein, glaube ich. Warte mal. Ich kapiere es gerade noch nicht. Da muss ich hoch. Ja, ja. Also nochmal. Wir versuchen es nochmal. Da ist so eine Krabbe. Und die bräuchte ich, damit die sich da in dieses Loch hängt und mir diesen roten Pilz wegwachsen lässt. Och Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Aber die... Ach, ich muss die so rumjagen. Jetzt kapiere ich's. Leute, alles klar? Alles klar? Ich krieg sie bloß nach der einen Seite nicht runter, nach der anderen natürlich. Ich muss bloß noch diesen Sprung da schaffen, der ja eigentlich nicht so schwer sein sollte. Aber wenn ich einmal aus dem Takt gekommen bin... So.
Komm mal her, Krabbe. Jetzt jag ich dich. Ich jag dich da runter. Oh, Eis machen. Eis machen. Habe ich dich jetzt? Jetzt fällst du ja ins Wasser. Ich glaube, sie ist ins Wasser gefallen, oder? Ist sie jetzt da? Nee. Okay, also die, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Die können nicht schwimmen. Die saufen ab. Das heißt, wenn ich die da hinjag, dann muss ich sofort den Winter machen. Könnte ich eigentlich dann gleich machen, oder? Ja, genau. Wir machen dann gleich den Winter. Ich glaube, im Winter ist die auch da, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ach Mensch, Füchslein. Okay. Weil wenn die da runterfällt und ins Wasser fällt, ist sie weg, abgesoffen. So, dann einmal raufgehüpft und jetzt Winter gemacht. So, und jetzt kann ich dich runterjagen. Mach mal, dass du da runterhüpfst. Ja, yeah, so. Da kannst du nicht lang. Also jage ich dich jetzt da lang. Nein, 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 was mache ich denn? Oh, wie doof. Ja, das war jetzt wirklich doof, Leute. Ich bin auf den, an den Button gekommen. Und der reagiert sofort. Den brauchst du bloß ganz kurz antippen. Okay, also das einfach nochmal. Was soll's? Wichtig ist, das Prinzip kapiert zu haben. Der Rest ist dann bloß noch Geduldssache. So, komm runter, Mädchen. Und jetzt machen wir den Winter. Und jetzt lasse ich den Daumen von diesem... von diesem Button. Hüpf. Genau, so, ich krieg dich. Ja, komm, 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 komm. Und da vorne musst du jetzt in dieses Loch rein. Und dann krieg ich einen großen Pilz. Hihi. Brauche ich da den Herbst? Ja. Ich brauche den Herbst dazu. Also dann. Und du müsstest jetzt eigentlich wachsen. Genau. Das ist so süß. Ist das alles? Sollte ich das schaffen? Hm. Aha, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir das schaffen hier. Oh, jetzt kriegen wir wieder. Jetzt kriegen wir wieder ein Bild. Ein Bild des Frühlings. Das ist ein Vogel, ein Bär. Sind das die Hüter, die da gezeichnet worden sind? Sieht mir fast so aus, oder? Also dann, weiter geht's. Ich weiß halt nicht, was mich unten erwartet. Deswegen nehmen wir einfach mal einen großen Anlauf und gucken mal, wo wir landen. Hm. Vielleicht können wir unten weiterlaufen. Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach. Da ist wieder so ein Vieh. Komm mal her. Okay. Dann machen wir wieder einen Winter. Und jagen dich mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich dich hinjagen soll. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob da wieder so... so ein Loch ist. Doch, da ist es doch, oder? Ist da nicht so ein Loch? Wo ist denn die... ist es denn nun? Hallo? Mach mal einen Herbst. Nee, wir lassen noch mal den Winter, falls ich es noch mal ins Wasser rein. Nee, das ist nicht richtig, Leute. Das ist nicht richtig. Wie geht's hier weiter? Muss ich vielleicht doch von oben? Ich hätte gedacht, dass ich hier nochmal so ein Ding wachsen lassen kann. Sieht mir aber nicht so aus. Ja, irgendwie muss es hier doch weitergehen. Was passiert, wenn wir im Frühling machen? Hm. Eigentlich müsste ich von oben kommen. Aber wenn ich jetzt hier runtergefallen bin. Säuft das Vieh wieder ab? Ne, es säuft gar nicht ab. Komme ich hier irgendwie? Ne, da komme ich nicht weiter. Ja, zum Kuckuck. Hm.
Tja, ich weiß es nicht. Was ist, wenn wir doppelt, wenn wir einen Frühling machen? Ich habe keinen Plan gerade. Wieso kannst du... Wozu brauche ich dieses Ding? Eigentlich müsste ich nach oben kommen. Also da kann ich nicht hochhüpfen. Das reicht mir nicht. Doch, das reicht. Oh Gott, hätte ich nicht gedacht. Meine Güte. Das dritte Fragment. Das ist fast zu leicht. Der Hüter des Frühlings hat wohl nicht viel Widerstand geleistet. Nein, gar nicht. Die geben das alle freiwillig her. Sehen sollen. Immerzu wollte er spielen. Von Wasserfall zu Wasserfall hüpfen. Wir zwei haben uns gut verstanden. Aber heutzutage ist er ganz träge. Wie die anderen Hüter. Was ist los mit ihm? Es ist traurig. Aber so ist es nun mal. Was ist denn los mit den Hütern? So stark sie auch sind, die Hüter haben auch ihre Schwächen. Ja, das ist eigentlich nicht weiter erstaunlich. So, jetzt habe ich vor lauter Zuhören total vergessen zu gucken, wo wir sind. Also hier geht es jedenfalls nicht lang. Machen wir nochmal den Winter und gucken, ob wir da unten weiterkommen. Ah, ich weiß. Wir brauchen den Frühling. Gib mir den Frühling, dass ich eine hohe Fontäne kriege. Ah, ich weiß nicht, ob das hinhaut. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil die ist schon arg hoch. Oh, oh. Ah, ich weiß. Alles klar. Das wird jetzt eine Herausforderung. Okay. Dann hüpfen wir jetzt mal auf das da. Na, vorausgesetzt, wir schaffen das. Ja. Und jetzt auf das da. Und jetzt brauche ich den Frühling. Ach du Jessos. Das ist jetzt Timing, glaube ich. Das ist, glaube ich, Timing. Ja, und schon sind wir runtergeflogen. Aber so irgendwie muss das gehen. Ah, nee. Alles klar. Warte mal. Von hier aus? Also gut. Dann machen wir mal Frühling. Dann werden die ja beide so hoch, die Fontänen. Okay, also... Wie komme ich jetzt da hoch? Oh Mann. Okay, ich muss irgendwie da hoch. Ja, siehst du, weil die mich voll gequatscht hat. Habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Okay, also dann nochmal ganz langsam angeguckt. Das muss schon irgendwie so gehen mit Frühling und Herbst und Winter. Bin ich von überzeugt? Ja, das nützt mir hier an der Stelle, nützt mir das nichts. Da komme ich nicht hoch. Das ist alles viel zu hoch. Kann ich hier eine von diesen Wurzeln ankläffen? Das nützt aber, glaube ich, auch nichts. Okay. Das muss so irgendwie gehen. Jetzt machen wir uns nochmal im Herbst.
Dann nehmen wir wieder diesen Weg. Das muss so gehen, irgendwie. Ah, verflixt. Ich muss diese Fontäne hochkriegen. Aber das ist die nur im Frühling. Ach Mensch, das ist die bloß im Frühling. So, okay. Jetzt aber bitte mit Konzentration, Frau Ho. Weil hier geht's nicht weiter. Das ist schon mal klar. Genau, hier geht's nicht weiter. So, und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich nicht gleich runterstürze, wenn es da Frühling wird? Ah. Ja, muss ich überhaupt da hoch? Ja, doof. Also probieren wir es nochmal. Kann ich denn eigentlich auf das Ding selber hochspringen, auf die Fontäne? Oder kann ich direkt, warte mal, wir müssen gleich hier Winter machen. Und ich hier hochhüpfe? Und jetzt den Frühling mache und dann gleich Winter? Kann das so gehen? Das muss aber schnell gehen. Ja, das tut natürlich nicht. Ah, wo habe ich den Denkfehler? Ich glaube, warte mal. Jetzt schau mal einer an. Na, jetzt haben wir hier zwei unterschiedlich hohe. Komme ich denn da jetzt hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee, das schaffen wir auch nicht. Verflixen wir aber auch. So müsste das aussehen. Dann käme ich nach da rechts oben. Wobei ich nicht sicher bin, ob rechts oben auch richtig ist. Also lass mich mal ganz kurz nachdenken. Verflixt aber auch. Auf das Wasser kann ich halt nicht hüpfen. Ich kann jetzt aufs Wasser hüpfen, auf dieses Ding. Und wenn ich jetzt Frühling mache, falle ich ja gleich wieder runter. Ja, okay. Also so geht's nicht. Ach, wo ist der Fehler? Das geht bestimmt so irgendwie zum Kuckuck aber auch. Hier rum? Tja. Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Gott, ich habe keine Ahnung. Also wenn das Herbst ist, schaffe ich das dann da hoch? Ich weiß es nicht, also irgendwie habe ich noch nicht begriffen, was Sache ist. Oder ist da wieder irgendwo ein Zwischengang? Nee, auch nicht. Ach Mann. Warte mal, vielleicht schaffe ich das doch sogar direkt von da aus.
Vielleicht muss ich gar nicht so viel Theater machen. Ihr habt die Lösung bestimmt schon. Wenn's mal wieder länger dauert, Jolina Hawk. Oh mein Gott, ist doch nicht zu glauben, oder? Okay. Das muss irgendwie rechts rumgehen. Ich kann mir das nicht anders erklären. Oh, jetzt bitte wieder. Bitte wieder Winter. Jetzt bitte nicht runterfallen. Meine Güte. Ich hab's. Juhu. Hihi. Ah. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier auf dem richtigen Dampfer bin. Tja, und jetzt? Jetzt lassen wir es Frühling werden. Und lassen da diese Fontäne höher werden. Jetzt wieder Winter. Das ist echt genial gemacht, Leute. Ich bin hin und weg. So, das sollte uns jetzt eigentlich reichen. Also das war jetzt nicht einfach. Und da will man auch nicht runterfallen jetzt. Ja. Yeah. Und ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Okay, komm, Herbst. Und jetzt da hochgehüpft. Ah, ja, danke schön. Da wollte ich jetzt nicht runterfallen. Oh doch. Scheibenkleister. Das war so nicht beabsichtigt. Och nee, komm. Nicht nochmal das Ganze. Ach, wie blöde, ehrlich. Ja, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Aber zumindest haben wir begriffen, wie es funktioniert. Das ist ja auch schon mal was, ja? Plattformer mit Jolina. Immer wieder aufs Neue erstaunlich. Das kann doch nicht. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Ich verstehe es nicht, warum ich mich da manchmal so habe. So, Frühling bitte. Und Winter, Dankeschön. So. Das Fiese ist wirklich, wenn man da einmal runterfällt, muss man das alles wieder von vorne machen. Ah! Und das ist schon irgendwie lästig. So, okay. Dann brauchen wir den Herbst. Da musst du wirklich bloß ganz kurz an die Dings kommen. An den Button, dann ist das schon sofort. Also die Steuerung ist auch wirklich einwandfrei. Muss ich mal sagen. Also wer immer das programmiert hat, Swing Swing Submarine oder so ähnlich heißen die Entwickler. Ganz großes Kino, wirklich ganz, ganz großes Kino. So, jetzt bitte wieder Frühling. Und wenn wir diese Sprungpassage hinter uns haben, dann machen wir auch Schluss für heute. Kopffüchslein. So, okay. Ja, bin ich überhaupt richtig hier? Das ist mal eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich hüpfe jetzt mal runter und guck, was hier Sache ist. Komm her. So, bitte nicht wieder runterfallen. Sonst fange ich an zu weinen. Ich traue mich fast gar nicht, da hoch zu hüpfen. Ja, okay. Yeah, das sieht gut aus, Leute. Juhu! Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Egal, wir hüpfen noch ein bisschen ausgelassen weiter. Irgendwie ist es ja, finde ich, die falsche Richtung. Aber ich kann mich auch täuschen. Und wir sind doch richtig vielleicht. Lässt du mir wieder einen Pilz wachsen? Oder muss... ich weiß nicht, muss ich da runterfallen jetzt? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich fast den Eindruck, dass wir hier schon waren, oder? So,
So, komm her. Jetzt hier rüber. Ne, komm. Genau. Dann bitte wieder den Herbst. Große. Nee, den Frühling brauche ich. Große Fontäne. Große Fontäne. Und wenn wir da drüben sind, dann machen wir erstmal Schluss. Ich muss mir dann erstmal kurz vielleicht die Aufnahme angucken, ob ich nicht schon wieder total auf dem falschen Dampfer bin. Ist doch nicht zu glauben, oder? Also nochmal das Ganze. Das ist erstaunlich, es braucht unglaublich Konzentration. Ich glaube, wenn du häufiger Plattformer spielst, braucht es überhaupt keine Konzentration mehr, aber wenn du es das erste Mal machst, dann ist das schon echt wirklich so, dass du dich unglaublich konzentrieren musst. Hätte ich nicht gedacht. So, ich hoffe, dass es jetzt klappt. Wenn es jetzt nicht klappt, machen wir es in der nächsten Folge. Und ich weiß, andere spielen das wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit. Jawohl, so. Jetzt sollte ich es eigentlich schaffen, darüber zu hüpfen, oder? Yeah. Okay. Gut. Und ich glaube, dass man jetzt wieder den Herbst machen muss. Dann kommt wieder so eine Krabbe. Und da ist keine Krabbe. Doch, da ist eine Krabbe. Hihi. Komm, wir holen uns diese Krabbe. Genau. Und die jagen wir jetzt dahin. Das machen wir jetzt noch. Komm. Geh da rein. Geh da rein. Los. Und mach mir einen roten Pilz. Hihi. Yeah. Ach, wie super cool. Ja, so gut. Okay. Keine Ahnung, ob ich richtig bin, Leute. Sehen wir in der nächsten Folge. Einstweilen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ciao.